Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Die Zeiten, in denen der Hauseingang, Balkon oder Terrasse bzw. der Garten in der Adventszeit verwaist war, sind endgültig vorbei. Hauseingänge werden sorgfältig geschmückt und signalisieren, freuen wir uns gemeinsam auf Weihnachten. Nun, zu einem Hausschmuck bedarf es grüner, festlicher Äste, die man aus dem Wald holen kann, aber man sollte unbedingt vermeiden, dass man junge Bäume beschneidet. Das würde Waldfrevel bedeuten und ist sogar eine strafbare Handlung. Für Ihren Gärtner finden Sie festliches Grün von Zypressen, Tuien, Föhren, Tannen, wie auch immer. Und preiswert können Sie das erwerben. Und schmücken Sie doch seinen Hauseingang selbst. Sie werden staunen, wie viel Kreativität in Ihnen steckt. Jetzt kommen Körbe, Terrakottatöpfe zu festlichen Ehren. Und so ein schimmerndes Licht, ein Kerzenlicht aus einer Laterne bzw. Windlichter schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Eine Atmosphäre, die die Herzen erwärmt. Und eine Atmosphäre, die uns hilft, uns zu entschleunigen. Die Adventszeit ist eine sehr gemütliche Zeit, eine Zeit, die alle Sinne anspricht. Das Auge erfreut sich an den festlichen Farben. Die Nase vernimmt den Duft von Bratäpfeln oder heißen Tee bzw. Glühwein oder Glühmost. Und auch der Geschmackssinn kommt auf seine Rechnung, wenn ich daran denke, welche Kostbarkeiten in der Küche die Hausfrauen jetzt zubereiten. Ich lade Sie herzlich ein, schmücken Sie Ihr Haus, schmücken Sie Ihren Garten, freuen wir uns gemeinsam, vielleicht auf die schönste Zeit des Jahres, auf den Advent.